Was geht ab, Mann und Sie Fighter? Osiru hier mit unserem Boy LR Snoop Doggy Dogg LR Virus. Heute in seinem Awaken und Showcase. Oh mein Gott, ich will nicht, ey, ohne Spaß. Ich mag LR Virus übertrieben und ich kann es kaum erwarten, ihn für euch zu showcasen. Deswegen legen wir erstmal direkt los. Für das erste Awakening brauchen wir 7 von den Virus-Medaillen aus seinem Dokkan-Event. Diese droppen aus dem Dokkan-Event von Virus. Dann könnt ihr ihn zu der TOR-Version awaken, wenn ihr 7 Stück von ihm quasi erfarmt und sie euch holt, wie ihr es hier seht. Und dann wird unser Boy zu seinem TOR-Version. Das Artwork der TOR-Version sieht auch wirklich sehr, sehr nice aus, finde ich. Aber dann im Endeffekt wird er zu LR Virus und Whis. Das schauen wir uns gleich an, Alles klar, und da ist unser Boy LR Virus kurz vor seinem LR-Status. Und zwar brauchen wir jetzt, um ihn auf die LR-Version zu bringen, folgende Medaillen, Freunde. 7 Virus-Medaillen aus dem Battle of Gods Story-Event, 7 Whis-Medaillen aus dem Battle of Gods Story-Event und 7 Vegeta-Medaillen aus dem Battle of Gods Story-Event. Freunde, diese Medaillen, ihr müsst nicht auf das Story-Event warten, diese Medaillen, die 3, die ich euch markiert habe, die könnt ihr euch auch jedes Wochenende in dem Hero Examination Plan Event auf Stage 14 erfarmen. Dort droppen sie, dort droppen die ganzen Battle of Gods Event, Story Event Medaillen. Ist momentan auch über die 250 Millionen Download Celebration jeden Tag online wegen LR Great Saiyaman. Aber damit ihr es wisst in Zukunft, wenn ihr es anseht, jedes Wochenende im Hero Examination Plan Event. Die 2 restlichen Medaillen, also 7 von den Virus Medaillen, von dem Story Event von Vegeta und Bulma. Diese Virus-Medaille bekommt ihr aus dem Barbershop, indem ihr 56 Puddings euch holt. Dann bekommt ihr 7 Stück. Also bekommt ihr eine Medaille für 8 Pudding. Die Pudding, die Währung Pudding im Barbershop, bekommt ihr, wie gesagt, aus dem Story-Event von Bulma und Vegeta. Ist momentan, indem ich das aufnehme, nicht online. Unsere Story-Events kommen immer abwechselnd online. Heißt, ihr müsst euch bei dem leider gedulden, wenn das Story-Event leider nicht online ist und ihr LR Virus gezogen habt. Und die restlichen 7 Bulma-Medaillen bekommt ihr auch aus dem Story-Event, aber aus den Stages, also nicht gegen Pudding. Alright, Freunde, so viel dazu. Und ihr seht auch schon unten unser Boy LR Virus und Whis in ihrem Awakens zum LR-Status. Oh mein Gott, ich will euch nichts erzählen. Ich finde diese LR-Karte, die sieht richtig geil aus. Ihr Artwork ist sehr, sehr cool. Leider ein bisschen underrated, aber darum werden wir uns gleich kümmern, Freunde. Ich werde mich gleich drum kümmern. Dann werden wir natürlich danach in sein Teambild und Showcase ansehen. Und dann bereitet euer Boy Osiru eben gleich etwas vor, Freunde. LR Virus und Whis, lasst mich sie kurz auf Max Level bringen, Max Tube und auf SC20. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Freunde. Und dann sind wir zurück in einem Tapetenwechsel. Aber wir haben an der Stelle unseren Boy LR Virus und Whis auf Max Level gebracht. Und Max Essay, wenn wir uns ganz kurz ansehen, was er drauf hat. Und ich muss auf jeden Fall hier sagen, bevor wir mit dem Showcase anfangen, muss ich euch auf jeden Fall zeigen, wie man mit LR Virus und Whis spielt, denn man muss auf jeden Fall darauf aufpassen, wie das Team um ihn herum gebaut ist. Bevor wir das uns anschauen, gucken wir uns erstmal an, was hat der Dude denn selbst drauf. Leader Skill von ihm ist hier, er gibt den Super Strength Charakteren Key Plus 4 auf HP Attack und F 100% und den Extreme Strength Charakteren Key Plus 2 auf HP Attack und F 70%. Mit der ersten Ulti macht er Colossal Damage, hielt sich um 7%, mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage, hielt sich um 12% der HP. Seine Passive ist folgendermaßen, er hat immer 80% auf den Angriff und bekommt zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 60% für 5 Runden, nachdem er angegriffen wurde. Und meine lieben Freunde, wenn diese 5 Runden vorbei sind, dann kann sich dieser Teil der Passive wieder aktivieren. Nach den 5 Runden, wenn er wieder angegriffen wird, dann aktiviert sich das wieder. Das sind nicht nur 5 Runden für ein komplettes Event, sondern wenn die 5 Runden vorbei sind, dann aktiviert sich die Passive wieder. Das ist ganz, ganz wichtig hier zu nennen. Ich selbst habe nicht gedacht, dass es nur 5 Runden für das ganze Event ist, aber nachdem ich ihn gezogen habe, konnte ich das zum einen testen, habe es dann auch nachgeschaut, weil es mich gewundert hat und tatsächlich auf Dokkan Wiki zum Beispiel wurde es auch zusätzlich hinzugefügt. Das aktiviert sich wieder, der Zeitteil der Passive ist auf jeden Fall wichtig hier zu nennen. Ansonsten hat er als Linkskill Godly Power, Prodigies, Innocence, Connoisseur, Shocking Speed, Fierce Battle, Legendary Power, er ist in der Kategorie Realm of Gods und Movie Bosses. An den Linkskills merken wir, er bekommt zwar wirklich sehr, sehr gut Angriff. Godly Power sind 15%, Fierce Battle sind auch 15%, Prodigies 10, Innocence 10, Connoisseur sind ein Heal um 5% und Shocking Speed sind Key plus 2. Der hier an der Stelle, Legendary Power, wissen wir auf jeden Fall, ist ein konstanter Boost. Schwierig ist aber bei ihm, da muss ich euch nichts erzählen und deshalb muss man auch das Team um ihn herum bauen. Die Links sind zum eigenen, nicht viele haben das, wobei Godly Power zum Glück viele auf Realm of Gods haben, deswegen ich auch denke und beziehungsweise sage, dass er auf jeden Fall in einem Realm of Gods Team am besten aufgehoben ist. Schwierig wird es aber wegen den Key, er bekommt nämlich nur Key plus 2 durch Shocking Speed und mit ihm
wird man schwer auf seine Ultra-Super-Attack kommen, deswegen muss man das Team um ihn herum drehen. Was meine ich damit, wie könnte das aussehen? Wie gesagt, wir werden ihn heute in einem Realm of Gods Team showcasen, nämlich folgendermaßen. Wir brauchen auf jeden Fall Supporter, deswegen habe ich hier zwei Supporter und deswegen sind auch in einem Realm of Gods Team, ist er deswegen so gut aufgehoben, weil eines der Supporter zum einen Whis ist, denn er hat auch Godly Power, hat Connoisseur und Shocking Speed. Zusätzlich gibt natürlich die Pass, aber Key plus 2, Attack und F 20% für jeden Verbündeten. Und dann haben wir noch Kami, der hat zum einen Prodigies, aber wichtig bei ihm ist dann seine Passive, Key plus 2 für jeden und Attack und F 25%. Wie spielt man Beerus in einem Team? Am besten, also alle Beerus und Whis, am besten mit einem anderen Beerus. Sei es zum Beispiel dieser Int Beerus oder dieser Tech Beerus oder Strength Beerus, den es auch noch gibt. Boom, der hier. Warum habe ich mich für den Tech Beerus entschieden? Denn der Tech Beerus hier an der Stelle, seine Sets sind auf jeden Fall höher. Er ist Dokkan-exklusiv und ich denke, in naher Zukunft wird er sein Extreme Z-Awakening bekommen. Was wir machen werden ist, ich werde ihn zum einen in einem Team testen, in einer Rotation mit diesem Tech Beerus und auch dann mit diesem Int-Beerus. Warum? Dieser Int-Beerus teilt mit ihm 5 Link-Skills, der Tech und Strength 6 Link-Skills, denn der Tech und Strength hat 4 Battle, der Int hat das nicht und das kann einen Unterschied machen, denn unsere Supporter haben kein 4 Battle. Heißt, die ideale Rotation in dem Realm of Gods Team, darauf will ich aufbauen, ist ein Beerus zusammengelinkt mit LR Beerus und Whis und ein Supporter. Und da können wir quasi sehr, sehr viel aus ihm herausholen, außer Legendary Power. Aber da die Supporter eben kein vieles Wetten haben, will ich auf jeden Fall noch versuchen mit in diesem Setup. Denn dieser Boy teilt 6 von 7 Link-Skills mit LR Beerus und Whis und hat auch vieles Battle. An der anderen Stelle, dieses Team ist sehr, sehr stark aufgebaut auf LR Beerus und Whis. Denn in der anderen Rotation habe ich Ultra Sengoku mit Godku, denn Godku hat auch Shocking Speed, er hat 4 Battle und er hat Godly Power. Ultra Instinct Goku hat Godly Power und 4 Battle, leider kein Shocking Speed, deswegen habe ich in der Anrotation Godku gewählt. Wenn ihr aber meint, okay, ich möchte auch ein Realm of Gods Team spielen mit LR Beerus und Whis, aber ich will nicht das komplette Team um ihn herum drehen, dann könnt ihr die Zeitrotation auch ändern, denn die Zeitrotation könnt ihr zum Beispiel folgendermaßen gestalten. Ihr könntet natürlich LR Goku Black Rosé mit Strength Rosé in einer Rotation halten. Die sind auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Und die andere Rotation könnte zum Beispiel sein LR Beerus in Whis. Wenn ihr kein Beerus habt, Godku zum Beispiel, AGL Godku oder Strength Godku. Wenn ihr Beerus habt, dann natürlich am besten mit einem anderen Beerus. Deswegen wollte ich einmal kurz zeigen, dass es auch natürlich Alternativen gibt. Am besten, sei es in jedem Team, in dem ihr mit Beerus spielen wollt, am besten hat der andere Charakter, sein Linking-Partner, mindestens Shocking Speed wegen den Key. Genau, und dann könnt ihr zum Beispiel in der anderen Rotation quasi LR Beerus und Whis mit Godku lassen oder mit irgendeinem anderen Beerus. Auf jeden Fall würde ich aber einen Supporter mit reinnehmen, denn das ist sehr, sehr wichtig für ihn, damit er auf die Ultra Super Attack kommt. Wie könnte er aussehen außerhalb davon in einem anderen Team außer Realm of Gods? Movie Boss ist ähnlich, passt ihr auf jeden Fall darauf auf, dass der Charakter, mit dem ihr linkt, Shocking Speed und hat zumindest, aber selbst da würde ich euch auf jeden Fall Beerus empfehlen. Aber in dem Realm of Gods Team gibt es halt mehrere Charaktere, die Shocking Speed haben und Godly Power. Deswegen finde ich, ist er besser aufgehoben in einem Realm of Gods Team. Ihr könnt natürlich in einem Super Strength Team spielen oder in einem Heroes Team, das folgendermaßen aussehen könnte. Denn LR Beerus und Whis linkt sich sehr gut mit Mighty Masters. Das sind 4 Linkskills, die sich teilen. Zum einen Shocking Speed, Prodigies, Innocence und Legendary Power. Also könnt ihr ihn zum Beispiel in der Rotation lassen. Der AGL Super Saiyan Goku könnte man vielleicht auch als Rotationscharakter mit reinnehmen. In diesem Team, in den Realm of Gods Team. Denn in seinen späteren Stufen wird er auch zu Godku. Und der hat dann auch Shocking Speed, 4 Battle und Godly Power. Aber auf die Stufe hinauszubauen, merke ich schon, ist ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man ihn rausrotiert. Anyway, Freunde, wir werden, wie gesagt, in diesem Setup probieren mit erstmal mit dem Int-Beerus und dann mit dem Tech-Beerus. Lass mich alles vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, und wir sind im Dokkan von LR Gogeta, denn hier haben wir überwiegend Typenvorteil mit LR Beerus und Whis. Und Freunde, ich habe es gesagt, mein Team ist sehr, sehr stark aufgebaut, um natürlich LR Beerus und Whis hier showcasen zu können. Das könnte man auch ein bisschen anders gestalten, wie ich es euch gesagt habe. Wenn ihr zum Beispiel LR Goku Black und Rosé habt und ihr spielen wollt, dann könnt ihr das in der zweiten Rotation machen. Hauptsache LR Beerus und Whis ist am besten mit irgendeinem anderen Beerus in einer Rotation. Wenn ihr keinen anderen Beerus habt, dann mit irgendeinem anderen Charakter, der mindestens Shocking Speed hat, Godly, also mindestens Shocking Speed und Fierce Battle, Godly Power wäre dann auf jeden Fall noch nice. Aber gut, so viel dazu. Wie gesagt, deswegen zeigt Showcase, haben wir das komplette Team, das komplette Realm of Gods Team auf ihn gebaut. Wobei auch die Rotation mit Gui, Goku und Godku sehr solide ist, weil die teilen sich auch sehr, sehr radikale Linkskills. Oh, das ist schon wirklich das perfekte Setup eigentlich, das ich zeigen wollte. Jedoch haben wir leider, warum? Denn hier sind von dem Beerus 5 von 7 Linkskills getriggert von dem Int-Beerus. Nur 4 Battle fehlt, deswegen werden wir es in einem anderen Szenario probieren mit
dem Tech-Virus, denn da wäre Fierce Battle mit dabei. Und boom, dank dem Supporter Wiz kamen wir auf die Ultra-Super-Attack. Wir haben jetzt auf den Angriff 354.000, aber wir haben die Passive noch nicht getriggert. Die Passive wird sich hier leider erst triggern, nachdem wir geultet haben, denn erst dann werden wir angriffen, wie ihr sehen könnt, von Allegoreta. Egal, so sehen wir zum einen seine Ultra-Super-Attack ohne der zweiten Passive, nur mit 80%. Wir kommen auf 2 Millionen, merkt euch das. Denn wenn die Passive sich aktiviert und wir wieder dieses Szenario bekommen, dann wird sein Angriff immens hoch sein, weil wir dann noch zusätzlich Attack und Def 60% bekommen und das separat kalkuliert wird, also 188%. Er wurde nicht angegriffen, wir haben ihn... Mist, er wurde nicht angegriffen, heißt die zweite Passive hat sich immer noch nicht aktiviert, denn wir haben ihn dann umgelegt. Oh Gott, okay, wisst ihr... Guck mal. Da seht ihr, Freunde. Man muss wirklich wissen, wie man mit ihm spielt. Natürlich würde ich euch nicht sagen, spart mit der Ulti, lasst ihn angreifen. Nee, weil der wird uns in diesem Event immer noch irgendwann angreifen. Wir werden auf jeden Fall noch angegriffen werden. Dann aktiviert sich diese Passive und nachdem 5 Runden vorbei sind, kann sich das wieder aktivieren. Aber was ich damit meinte, ist, man muss auf jeden Fall wissen, wie man mit ihm spielt, ist wegen der Rotation und wegen den Support-Charakteren. Jetzt haben wir das quasi gesehen, wie es ohne der zweiten Passive ist, wenn ich das so nennen darf, ohne der zweiten Passive. Jetzt müssen wir darauf schauen, dass er angegriffen wird, damit wir jetzt dann sehen, wie das mit der zweiten Passive verlaufen wird. Und boom, sehr gut, okay, sehr gut. Wir stellen ihn auf jeden Fall erstmal ganz nach links, beziehungsweise machen wir das so, denn wir werden erst nach unserem Angriff wieder angegriffen. Wir lassen aber diesen Bio, ja doch, wir lassen auch mal ulten, weil der ist auf 100%. Ich würde gerne sehen, was er drauf hat. Der bekommt durch die Passive 120%, wenn er eine Ulti startet, der Int-Virus. Ansonsten sollte es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir angegriffen werden. Eigentlich sollte das Allegoreta überleben. Okay, der hat hier 1 Million, nice. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal triggern, dass seine Zeit der Passive sich triggert. Und dann für die nächsten Runden, in denen er reinkommt, werden wir dann sehen, was das Ausmaß sein wird, wenn die Ultra Super Attack launcht mit der zweiten Passive. Deswegen lassen wir hier ihn erstmal angreifen. Wir haben jetzt 1,3 Millionen ohne der Passive, also immer noch mit 80%. Auf der ersten Runde ist auf jeden Fall solide. Und dass das rauskommt, habt ihr gesehen, wie sein Angriff gestiegen ist? Ich glaube, er wurde angegriffen. Eigentlich sollte sein Angriff... bei dem Radar. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber eigentlich ist es immer passiert. Im Nachhinein werde ich schlauer. Jedoch, jetzt wenn wir ihn quasi anschauen, werden wir gleich sehen, wie dass sein Angriff gestiegen ist. Und zwar sitzt er jetzt schon auf... Ja, okay, das sehen wir besser, wenn er wieder reinkommt. Lassen wir den erstmal umhauen, denn dann, wenn er reinkommt, haben wir seine Passive getriggert. Er kommt auf 188.000... Oh... 188.000%, ja, träum weiter, Osoru. Er kommt, nachdem die Passive sich triggert, auf 188% auf den Angriff, denn das wird separat kalkuliert, wollte ich auf jeden Fall euch sagen. Jetzt aber haben wir die Passive getriggert und jetzt sollte das auf jeden Fall noch ein bisschen anders aussehen. Okay, wir haben leider nicht Wiz mit am Start, den Wiz-Support, aber Kami, der wird durch seine Passive trotzdem was Gutes geben. Und was wir jetzt sehen ist, schaut mal, Freunde, wenn wir ihn ohne Virus hier linken, 237.000 und so, kommt auf knapp 300.000. Wir lassen mal Virus, doch, der kann auch angreifen von mir aus, aber kommen wir auf die Ultra-Super-Attack, das ist das Entscheidende. Ja, kommen wir und guck mal jetzt sein Angriffssets an. Wir sind bei 545.000, Freunde. Jetzt werden wir gleich auf dem Radar sehen, dass es auf jeden Fall was ausmacht, wenn ihr darauf achtet und auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr diesen Dude, dass er auf jeden Fall einen Angriff abbekommt, so früh wie möglich, damit sie die Passive triggert. Und wir sind auf 3,2 Millionen, Freunde. Und das werden wir noch toppen können, indem wir den Tech-Bios dabei hätten. Denn der hat noch zusätzlich Fierce Battle. Was rauskommt, Freunde, lasst euch nicht wundern. Denn Allegoreta ist sehr, sehr tanky. Hat eine Damage Reduction Skill. Worum es mir hier geht, war eben das hier. Dass ihr auf jeden Fall mitnimmt und darauf achtet, dass ihr seine Passive triggert, Freunde. Und ihn durch Supporter und durch das Klima oder durch die Rotation mit dem anderen Virus oder zumindest einen Charakter, der Shocking Speed und Fierce Battle hat, idealerweise noch Godly Power hat, ihn auf diese Sets kommen könnt, ihn auf jeden Fall darauf kommen lässt, dass er die Ultra Super Attack triggert. Alles klar, in diesem Szenario haben wir das gesehen, 3,2 merken wir uns. Jetzt gehen wir mal in ein anderes Szenario mit dem Tech-Virus, denn da sollten wir das eigentlich übertreffen. Okay, Freunde, wir sind schon mitten im Kampf. Ich habe da schon mal das vorbereitet, auf jeden Fall, dass wir Allegoreta und Wiz in einer Rotation haben mit dem Tech-Virus, denn jetzt haben wir zusätzlich noch Fierce Battle, heißt, wir bekommen durch die... Oh, wir kommen auf Ultra Super Attack und die zweite Pass aktiviert sich auch an der Stelle auch, weil wir direkt am Anfang angegriffen werden. Für 5 Runden haben wir das dann. Wenn es down geht, wird es wieder aktiviert, wenn wir wieder angegriffen werden. Wir kommen auf 3,4 Millionen bei der Ultra Super Attack. Denn hier haben wir zusätzlich Fierce Battle und kommen dann durch die ganzen Links jetzt 4 Millionen Crit, sehr, sehr cool. Kommen da dann auf Attack plus
50% und Key plus 2 und 5% Heal. Alles, was fehlt, ist wie gesagt Legendary Power. Das ist der einzige Link-Skills. Aber außerhalb davon haben wir dann wirklich ein gutes Szenario hier aufgebaut. Was ich aber auf jeden Fall noch euch zeigen will, ist, wenn... Das ist schon ein geiles Szenario, aber ich will euch auf jeden Fall noch zeigen, was quasi Maximum geht. Leider ohne Legendary Power, aber... Indem wir dann quasi unseren Whis noch als Support haben und dann durch ihn hoffentlich auf die Ultra Super Attack kommen und natürlich durch seinen Support Boost. Das will ich hier auf jeden Fall noch triggern und dann denke ich eigentlich, habe ich hoffentlich alles gezeigt und gesagt, was man zu Elabirus wissen sollte. Denn wie gesagt, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall wissen, wie man mit Elabirus spielt. Aber wenn ihr das herausgefunden habt, dann funktioniert er wirklich sehr, sehr gut. Wie ihr das hier seht, boom, da haben wir auch schon unser Szenario. Wir wurden auch schon angegriffen. Die Frage ist jetzt, ich stelle ihn in... ich stelle ihn in die Mitte, aber das könnte vielleicht wehtun. Vielleicht könnten wir da down gehen. Wir zielen immer Alligator, damit Whis keine Ulti bekommt. Ich will auf jeden Fall, dass er überlebt. Der soll ihn mal so angreifen. Und Beerus kommt also auf die Ultra Super Attack. Wenn nicht, ein Key fehlt. Dafür bin ich da. Wenn man hat Items, Freunde, das ist jetzt nur wegen dem Showcase. Damit ihr quasi das beste Szenario seht. Wenn ihr Items habt, nutzt das, ja. Das sind Items. Zum Beispiel, wenn ihr auch den Angriff senken wollt, wegen LRGF seiner Ulti, dann nutzt ein Item, wenn ihr keinen habt. Und der dessen Angriff gesenkt hat, dafür sind Items da. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, bestes Szenario hier quasi in diesem Setup. Wir haben alles getriggert aus Legendary Power. Auf was für einen Boost kommen wir jetzt? Mich gespannt. 3,4 hatten wir vorhin. Jetzt soll es auf jeden Fall ein bisschen mehr sein. 3,78, Freunde. 3,78. Richtig geil. Dementsprechend würde ich ja eigentlich gerne Schluss machen, denn ich habe eigentlich alles gezeigt. Wir müssen nicht unbedingt das Event hier durchhaben zu unserem, also das Event von Alligator, aber zu unserem Boy Alligator und Whis habe ich hoffentlich alles gesagt. Ich hoffe, ihr seid jetzt quasi gewappnet. Wie gesagt, es kommt nicht nur bei Alligator und Whis an, es kommt auf jeden Charakter an. Wenn ihr wisst, wie ihr mit den Charakteren umgeht, wie ihr mit ihnen spielt, dann kommt sowas dabei raus, dann bekommt ihr wirklich ihr maximales Potenzial raus, mehr oder weniger. Und dann hoffe ich, und das ist mir auch quasi eine wichtige Sache, wenn ich euch das rüberbringen kann und euch das lehren will, und ich hoffe... Heute ist es der Fall gewesen und ich hoffe, ein oder andere wurde jetzt quasi ein bisschen davon überzeugt, dass Alligator und Whis, dass man ihn wirklich nicht unterschätzen sollte. Aber zusammengefasst muss man auf jeden Fall wissen, wie man mit ihm spielt, seine Passive beachten und, da will ich euch nichts verzeihen, auf die Ultra Super Attack kommt er nicht allzu oft. Wenn man aber auf diese Sachen achtet, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen dazu, dass er die Ultra Super Attack getriggert, wie wir gesehen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, mal wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.